Und ich würde sagen, dann bauen wir mal wieder an unserem Turm, Leitturm. Also in dem Turm da hinten. Da. Genau. Weil jetzt haben wir wieder ein bisschen Dingens. Da kriegen wir schon wieder 2, 3, 4, 5, 6 Schichten drauf. Ein Eieiei haben wir auch schon wieder. Und dann nehmen wir das und das mit. Und da haben wir auch noch ein bisschen was. Also 30 rote Wolle. Eine haben wir, glaube ich, noch da. Die bringt uns aber nicht wirklich viel. Da kriegen wir dann 3 Schichten oder sowas noch drauf. Rote Wolle, also 6 Schichten. Glaube ich, meine ich. Ne? Ja, okay. Meine Fresse, so, ich müsste auch mal gucken. Vielleicht nehme ich heute auch noch mal das erste Mal hier GTA Let's Play auf. Habe ich mir so überlegt. Weil das wollte ich ja auch machen. Es ist jetzt natürlich gerade passend, dass wir hier genau mitten in der Nacht, also gerade wo die Sonne untergeht und der Mond geht auf, dass wir da um diese Tageszeit hier hinrennen, um das zu bauen. Aber ist ja scheißegal. Es geht ja darum, dass wir fertig werden. Es wird noch ein bisschen dauern, denke ich mal. So sieht das irgendwie so zeitlupig aus. So, Momentchen mal. Die reiße ich kurz ab. In der Hoffnung, dass sie nicht runterfallen. So. Jetzt ist es dunkel. Ist aber very scheißegal. Und ja. So, Momentchen mal. Tada. Ich muss noch irgendwas erzählen. Fällt mir gerade so auf. Ich weiß ja gar nicht, wie hoch wir hier gerade sind. Auf jeden Fall reicht die Wolle nicht. Aber ich denke mal, wir können noch ein bisschen. Also ich sehe noch kein Ende vom Himmel. Seht ihr eins? Bestimmt nicht. Ich sehe nur Sterne. Genau. Momentchen mal. Upsala. Dann hier wieder hoch. Zack, zack, zack. Und dann wieder mal. Jetzt übertreibe ich es mal nicht so, sondern setze hier mal eine Fackel. Und dann springe ich nicht in diese Richtung, sondern in... Was ist denn da? Ist da... Ach nee, ich dachte, da wäre gerade... What the fuck? Ich habe gerade einmal kurz Shift gehen gelassen. Oh, oh, oh. Das hätte auch böse enden können. Momentchen. So. Und dann gehen wir wieder nach Hause. Und da ist auch ein Zombie-Line. Und ein Creeper-Line. Oh mein Gott. Kacken. So, von dem reicht die Experience. Na, komm schon. Der ist hier gestorben. Und ein bisschen weiter zurück war dann sein Zeug. Oder auch nicht. Das war hier. So, okay. Und ich würde sagen, dann rennen wir wieder zurück. Also es ist irgendwie immer so, am Ende des Tages gehen wir Dingsten auf einen Zombie ein. Gegen den können wir auch mal kämpfen. Gehen wir hin und... What the fuck? Gegen den kämpfe ich lieber nur aus der Ferne. So. Also zumindest einmal kurz aus der Ferne. Naja, also es ist so, wir gehen halt, ist mir aufgefallen, jedes Mal abends weg. Ach, scheiße. Jetzt muss ich mir auch noch die... Nein! Also ich war zu langsam, so sollte man das nicht machen. Nein, jetzt komm! Jetzt explodier wenigstens dein Wasser. Du gehst kacken. Der Creeper kacken geht, geht lieber die Spinne kacken. Das mache ich jetzt mal kurz nicht.
Das ist mir nämlich ein wenig zu heikel. Hier mitten in der Nacht zu Löcher zu flicken. Das ist natürlich auch schon wieder klar gewesen, dass der Creeper explodiert. Und dass da ein Skelett steht. Was ich jetzt mal nicht bekämpfen werde. Und ich gehe pennen und danach flicke ich noch schnell das Loch und dann war es auch schon wieder mit dieser Season. Also mit dieser Folge Minecraft, also. Ja genau, ihr wisst ja schon. So, Gutes Nächtle. So, es sind Monster in der Nähe. Fick dich ins Knie. Wow, hier ist ja noch die Tür offen. Tür offen. Wo sind denn Monsterli? Ist da gerade ein Monsterlein in unser Haus gelatscht? Ich habe eine Tür gehört. Warum? Wo ist es? What the fuck? Was bist du denn? Ich glaube, ich gehe lieber mal von außen gucken. Nicht, dass das Monster nach drinnen kommt. Eine verkackte Spinne. Hallo. Ach du Scheiße. Geh weg. Genau. Explodier im Wasser. Ach du Scheiße. Jetzt wäre uns schon wieder fast hier alles um die Ohren geflogen. Boah, fuck, Mann. Diese beschissenen Creeper. Nein, das mache ich lieber nicht. Diese fuck. Kackten Creeperleins. Die gehen mir sowas von auf die Senkel. Und unser Essen dürfte auch fertig sein. Ich muss jetzt auf jeden Fall noch das Dingen da flicken, das Loch flicken. Oh, hier, hier, hier. Ach, da war ja noch Essen. Wo ist Schweinefleisch? Upsala. Ich muss jetzt auf jeden Fall noch das Loch flicken, weil sonst vergesse ich das nämlich fürs nächstes Mal. Holz, du willst mich doch jetzt wohl nicht verarschen. Wo kommt denn jetzt das verkackte Holz hin? So, dich lasse ich jetzt mal da stehen, Skelett. Da war nämlich ein Skelett da drüben. Genau dich meine ich. Und da hinten die Spinne auch. Mit der könnte ich zwar Streit anfangen, weil der Streit würde dann auf... den hätte ich dann nämlich angezettelt, aber das mache ich mal. Das ist also nicht. Und das Skelett ist zu gut zum Schießen, ist mir aufgefallen. Wie Skelette halt so sind. Zu blöd zum Schießen und zum Scheißen. Moment, dann flicke ich jetzt halt schnell das Loch. Haha! Zu doof, zu doof, zu doof. Ach Kacke, jetzt habe ich wahrscheinlich nicht genug Dingens dabei. Egal, dann machen wir uns hier ein kleines Unterwassergedingste. Naja, egal. Upsala. Nein. So. Ich baue jetzt hier einfach mal kurz drüber. Einfach kurz drüber. So. Und da noch zweimal hingekleistert. Dann hört nämlich da drinnen das Wasser auch schon auf zu fließen. So, dann brauchen wir hier nämlich nichts mehr zu machen. So war das, glaube ich. Naja, egal, ich gehe zu Hause. Also ich gehe nach Hause. Ich habe auch gerade irgendwelche Sprachfehler. Ich baue mit der Spitzhacke ab. Nein, ich habe auch irgendwie gerade irgendwelche Sprachfehler. Habe ich so bemerkt. Ich weiß ja nicht, ob ihr das auch schon gemerkt habt, aber... So ist das Leben, ne? Man kann sich's halt nicht aussuchen. So, Moment. So, jetzt, ja. Ich stelle mich aber nicht auf unser Bett. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt die ganze Zeit gehört habt, dieses Rumpoltern. Aber ist ja auch egal, darauf komme ich leider nicht. Okay, dann stelle ich mich jetzt wieder, egal, hier hin. Und dann sage ich, schau Leute, bis zum nächsten Mal. Oder vielleicht bis in GTA. Vice City.